Die Volksinitiative RASA, Raus aus der Sackgasse, Verzicht auf die Wiedereinführung von Zuwanderungskontingenten, wurde am 27. Oktober im letzten Jahr eingereicht. Sie will den Zuwanderungsartikel wieder aus der Verfassung streichen und damit die bilateralen Verträge mit der EU erhalten. Nun, die RASA-Initiative betrifft ein politisches Geschäft, nämlich eben die Masseneinwanderungsinitiative. Und die Umsetzung dieser Initiative ist ja im Moment erst im Parlament. Das heißt, wir sind hier in einer doch ziemlich ungewöhnlichen Konstellation. Das Parlament ist daran, eine angenommene Volksinitiative umzusetzen. Und wir haben schon wieder eine Volksinitiative, die die Aufhebung dieser früheren Abstimmung verlangt. Für den Bundesrat kommt es nicht in Frage, den Zuwanderungsartikel einfach wieder zu streichen, wie das RASA vorschlägt. Ein Abstimmungsergebnis nach so kurzer Zeit einfach wieder rückgängig zu machen, das lehnt der Bundesrat aus demokratiepolitischen Gründen ab. Und deshalb empfiehlt der Bundesrat die RASA-Initiative zur Ablehnung. Wie die Initianten, also die RASA-Initianten, will aber auch der Bundesrat natürlich gute und stabile Beziehungen mit der Europäischen Union erhalten. Dieser bilaterale Weg wurde ja von der Bevölkerung auch bereits mehrmals an der Urne bestätigt. Und deshalb hat der Bundesrat heute im Grundsatz sich dafür ausgesprochen, der RASA-Initiative einen direkten Gegenentwurf gegenüberzustellen. Wie dieser direkte Gegenentwurf aussieht, der Inhalt dieses Gegenentwurfs, da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Die haben Sie auch schon, glaube ich, also einige zumindest, schon abgehandelt in den Medien. Der Bundesrat hat heute diese verschiedenen Varianten zur Kenntnis genommen, aber noch nicht inhaltlich diskutiert. Der Bundesrat will zuerst die Beratung, die Umsetzungen, wie das Parlament die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen wird, wird diese Beratungen abwarten. Wenn wir heute nicht hätten den Entscheid fällen müssen zur RASA-Initiative, dann hätte, glaube ich, jede vernünftige Person zuerst jetzt die Beratungen im Parlament abgewartet und dann den Entscheid zum RASA-Initiative Gegenentwurf gefällt und selbstverständlich auch gerade gesagt, wie dieser aussieht. Das konnten wir nicht, weil wir den RASA-Entscheid heute fällen mussten, ein Jahr nach Einreichung der Initiative. Mit einem Entscheid für den RASA-Gegenentwurf will der Bundesrat der Bevölkerung die Gelegenheit geben, sich an der Urne auch dazu zu äußern. Es ist natürlich auch möglich, dass die Bevölkerung sich auch zum Umsetzungsgesetz noch äußern wird, falls dazu das Referendum ergriffen wird.